Willkommen zurück zur Let's Play Sniper Elite, natürlich weiter mit Spawny. Juhu. Ja, und wir machen weiter. Irgendwo wieder da oben? Schätze ich mal. Nee. Wir müssen euch hochlaufen. Na, klasse. Noch. Vorne ist auf jeden Fall einer. Ja, auf dieser Seite gibt es wirklich keine Treppe, okay. Ich habe mir gerade gedacht, na, geh lieber noch mal gucken, weißt du, ob es da eine Treppe gibt? Oh, nichts. Ja, ich bleibe unten drin. Nichts, okay. Meldung unten. Und wenn du ganz oben bist, komme ich. Ja. Da ist noch einer. Wie hast du den denn erschossen? Hä? Wie hast du den erschossen mit was? Sniper. Die war ganz leise. Wahrscheinlich war Flugzeug über uns. Achso. Sind alle in Bereitschaft, also sie laufen noch nicht komplett frei rum. Ja. Nächsten. Okay. Soll ich hochkommen? Noch nicht, nein, da ist noch einer, der schießt auf dich sofort. Deckt sich immer wieder. Ja, weil wir wissen ja gar nicht die Position von dem Tagebuch. Okay, du müsstest hochkommen können. Die Generäle sehen auch nicht die ganzen. Da ist einer. Bin im Visier. Toll. Gut. Nee. Der lebt immer noch, lol. Lol. Der hat zwei Schüsse abgekommen, der gute Riege. Jetzt ist er hin. Der lebt immer noch. Lol. Jetzt ist er tot. Jetzt aber hin. Die haben uns jetzt alle noch entdeckt, das heißt, wir müssen jetzt erstmal alle töten. Ja, deswegen oder halt so lange hier oben bleiben, bis wir versteckt sind. Genau. Einfach nicht bewegen. Die werden uns hier oben nicht sehen, das glaube ich nicht. Ne. Irgendeine Spur bei dem Schützen? Aber. Ich glaube, dass wir den töten. Nein. Ne, der muss erstmal das Tagebuch holen. Ja, aber wir können ja nicht hier. Du kannst ihn ja nicht durch die ganze Map sehen, Leute. Leg dich hin, Andi. Beobachte die Offiziere und markiere den richtigen. Haben wir. Jetzt leg dich hin. Töte den Offizier, wenn er die Information erhalten hat. Hast du das Nachladen gehört? Ja. Toll. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja. Wer von uns soll fahren? Ich werde fahren. Geht euren Pflichten nach. Richten Sie den Führer aus, dass wir gemeinsame Sache gemacht haben. Selbstredend. Wir alle werden uns in dem Ruhm sonnen, Valens Verrat ein Ende gesetzt zu haben. Sie finden sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Überprüft eure Waffen!
Wahrscheinlich in irgendein Haus, wo wir ihn sehen können, von hier aus. Gehe ich auch von aus. Na, du kannst dich aber auch hinlegen, dann lege ich mich ab. Liegen wir beide, dann gucke ich hier links und du kannst rechts. Einer von uns beiden wird ihn wohl schon kriegen. Ja. Okay, der eine General läuft hier hinten lang. Wir sollten vielleicht trotzdem beide alle markieren. Scheiße, jetzt ist der eine weg. Ja, der geht hier ins Haus rein, also wird er nach oben gehen. Ja, er ist drinne. Da hat er die Notiz. Also wenn er rauskommt, kriegt er einen Headshot. Ja. Hörte ihn. Okay, warte, bis das Flugzeug kommt. Oh, scheiße. Das ist wie ein Unfall aussehen. Klasse. Lass es wie ein Unfall aussehen. Ja, das heißt... dass wir das Auto zerstören müssen. Weil er fährt ja mit dem Fahrzeug. Gehe ich von aus. Ich gehe mal eine Etage niedriger. Ja. Alles halt erstmal wieder runter. Na, auf jeden Fall eine andere Position von hier nehmen. Na, die anderen Generäle sollen wir ja nicht töten, aber warum nicht? Weil das Spiel das so sagt. Weil wenn ich jetzt runter... der wird uns jetzt entdecken. Sag ich ja. Doch. Scheiße! General hatte ich gesehen. Nee, der andere, da ist noch einer. Motor kaputt machen noch irgendwo? Kann ich nicht. Jetzt geht's. Oh. Du gehst hoch, ich deck hier unten. Ja. Er ist hier irgendwo. Wachsam bleiben. Okay, die ersten zwei sind down von hier unten, die rein wollten. Ja. Das sieht doch voll komisch aus, Leute. Guck mal. Keine Ahnung, da gibt es eine unsichtbare Mauer oder so. Ich gehe mal hoch. Kriegst du den General rein? Ne, er hat sich versteckt. Weil hier oben kann man natürlich voll geil laufen, ne? Oh, die haben sich wieder beruhigt. Ja, dann töten wir ihn jetzt. Ja, gut, dann gebe ich ihm jetzt einen Headshot. Ja. Warte ab. Das wird nichts dann. Sag ich ja. Das ist total scheiße.
Okay, und jetzt gleich. Na, wenn du einen kriegst, erschießen. Tot. Sehr schön. Okay, dann holen wir uns jetzt deine Informationen. Ja, ich bin auf dem Weg schon. Wer hätte mal die drei erledigen sollen? Ja, die anderen beiden darfst du, glaube ich, nicht töten. Oh, hier schleich... das einfach raus. Ja, ich schleich da jetzt einfach hin. Du bist schon da hinten, bist du irgendwo runtergesprungen? Nein. Ich hänge fest. An so einem Sandhügel. Ah, komm, machen wir halt einen Double Kill. General getötet und nichts passiert. Weil wir alle Informationen haben, deswegen darfst du sie töten. Wunderbar. Und Vollgas. Jo. Da schießt ein Sniper. Am Oh! Klasse, Ingo. Wohin? Und noch ein General noch hier. Hast du die Informationen, hast du, ne? Ja, ja. Wir müssen irgendwie den Panzer zerstören. Ich versuche hier oben wieder drauf zu gehen. Weil ich glaube, den Panzer können wir... Aua. Aua. Irgendwas schießt hier auf uns. Sniper, ja. Ich sehe ihn nur nicht. Wo hast du dich verpisst, du Scheiße? Ja, wo bist du? Ja, nee, ist klar. Ich liege am Boden. Irgendwo da hinten. Moment. Gut. Ich höre den Panzer hier bei mir. Wir müssen eigentlich das Ziel hier zerstören, den Panzer. Ja, ja, der Panzer ist hier hinten bei mir. So. Kommst du hinterhin? Wow, 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 oh, tot. Fuck, Alter. Nein, doch noch nicht. Doch. Scheiße, er hat dich im Visier, ne? Ja. Ich hänge. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Aber ich sterbe ja nicht. Solange wie keiner auf mich schießt, sterbe ich nicht. Scheiße, ich wollte genau in die Luke schießen, weil das klappt ja eigentlich. Andi kommt. Andi ist außen rumgegangen, so wie ich es gerade gesehen habe. Ja. Vielleicht müssen wir den wieder zu dir locken und dann zu mir locken und ich lege eine Mine auf die Straße oder so wie letztes Mal. Aber wir können natürlich auch hin... Oh, Leute, ich bin bis hier hinten hingeleckt. Toll. Oder wir schießen von hinten auf den Tank. Beweg dich doch einfach. Oh, hier liegt... Ja, ich habe hier so einen Granatenwerfer. Da vor uns. Hier links, Andi. Warte, ich versuche den zu holen, ne?
Ja. Okay, wie zieh ich mit denen? Rechte Maustaste. Okay. Normal. Okay, der Pisser guckt zu mir. Hallo? Lol, ich hab mich, der hat nicht geschossen. Ja, schieß auf mich, gleich bin ich tot. Ja, bam, tot. Der braucht zwei Panzerfaustmunition. Das ist ja schlimmer wie bei Ivan. Alter, wie der auf mich einwämst. Ich sterb nicht. Na gut. Ja, wenn du mich retzen würdest, wär's noch besser. Ja, ich hab grad was ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt liege ich. Ja gut, aber du liegst in der Ecke, ne? Ja. Alles klar. Geh weiter weg. Ja, ja, mach ich jetzt. Geradeaus durch, genau. Komm, guck in eine andere Richtung. Komm, dreh dich weg. Ein Schuss ist da nur drin. Ja. Dann krieg ich mal den. LOL! Ich liege wieder. Du hast an mir Schaden gemacht. Ich liege. Ich habe nicht geschossen. Achso. Krieg ich denn noch Munition für das Teil weg? Oh, ich habe doch geschossen. Versuch mal irgendwie hinter ihm zu kommen. Ich geh mal wieder hoch hier. Du bist jetzt auch hier. Ja, ich versuche irgendwie mir gerade einen Plan zu machen, wie ich hinter ihn zu kommen. Wow. Die hochschießen können also auch. Ach Mann, ich habe da das C4 rangelegt. Ja. Hast du es rangelegt? Ja, das liegt davor. Du musst da nur drauf schießen. Ich liege am Boden. Ich kann nicht mal selber schießen. Also von hier kann ich nicht zielen auf ihn. Ja, dann versuch mich zu retzen und dann kannst du von hier aus drauf schießen. Er kann mich auf jeden Fall nicht töten, ist mal wieder ein geiler Bug. Oh, ein Dreck. Ja, nee, ist klar. Ah, dann nicht, oder was? Wieso lädt er jetzt nach? Stunde? Ja, mit dem C4 erwischt, alles klar. Sehr schön. Nicht zieh weg, ja. Ja. So, jetzt kommt. LOL! John Wayne ist da. Guck dich doch, du Drecksnest. Direkt auch raus, raus. Ducken. C. Bilder. Ich bin tot. Ganz ruhig. Wir sind ja bei dir, mein Schatz.
Okay, können wir einsteigen irgendwie? Triff dich wieder, Brauer. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Wir haben Ihnen das Leben gerettet. Was hat er? Uns vor zwei Snipern gerettet, oder was? Ja, der hat ja nicht mal geschossen. Ja. Oh, geschafft. Jawohl, nächstes. Endlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Lee Enfield MK. Keine Ahnung, das kriege ich irgendwie jedes Mal, du auch? Nö, das war ja das erste Mal. Das habe ich jetzt schon das zweite oder dritte Mal gekriegt. Scharfschützennest haben wir entdeckt, ja, sehr schön. Scharfschützennest haben wir entdeckt, ja, sehr schön. Ja, wir haben diesmal... Was fällt uns denn? Vorratsspeicher gesucht, haben wir nicht gefunden angeblich? Nö. Ach so, den Tod des Offiziers wie ein Unfall auszusehen lassen. Ja, keine Ahnung, was wir hätten da machen könnten. Weiß ich nicht. Ja, das war ins Notizbuch, Video. Der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist. Und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Valen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich. Nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen. Mein Gesandter wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte. Verdammt, Bewaffnung? Wollten? Ja, wir sagen aber erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Sniper Elite und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Ciao, Laui.